Fumps. Heieiei. Immer diese langen Flüge hier durch die Gänge. Da wird einem ja schwindelig bei. Ja, ne? Hallöchen, hier zurück zu Portal 2. In den Extrakursen, deswegen steht das auch hier. Warnung! Extra-Spielekurse, was Extrakurse spielen nach der Hauptkampagne. Aber waren wir ja schon. Wir waren ja schon weiter. Hier ist die nächste Wand schon. Immer noch dabei, der Herr. Nice die. Ne? Hallo? Kleiner Scherz. Oh. Ja, ich bin noch immer da. Das ist schön. Das darauf ein auch. Erfreuliches. Mach's gut. Okay. Mach's gut. Das war sehr schön. Ich bin mal weg. Ach, okay, tschüss. Ich mach das alleine, ne? Wir sind in Abschnitt 6, Teil, Räumelchen 04. Das heißt, wir haben noch. Mathe. Sechs Stück vor uns. Sechs. Ja. Fünf, sechs. Egal, noch es viele. Ja, wir haben genug vor uns. Ich freue mich. Mit uns kann noch viel passieren. Also auch mental vor allem. Nach dieser latenten Überanstrengung unserer Gehirnzellen. Die ja zwischendurch doch mal eintreten sollte. Ja. Also doch, wir überspielen es sehr geschickt, das kann man nicht anders sagen. Dass wir auch mal keine Ahnung haben. Ja, es kommt, ich gucke mir auch immer noch mal so ein bisschen was an und es kommt immer rüber, als ob wir die absoluten Mega-Pro... Dieses Objekt heißt, ist eigentlich egal, wie es heißt. Hauptsache, du hast deinen Spaß. Genieße es so schnell du kannst. Was der Zuschauer ja gar nicht weiß, wir nehmen das ja eigentlich auf und spielen es dann nachher in halber Geschwindigkeit ab, damit das nicht aussieht, als wären wir hier übermäßig schnell. Also das heißt, wir sprechen quasi während der Aufnahme schon... Doppelt so schnell und doppelt so hoch, damit das dann so am Ende so klingt, wie wir sonst auch klingen würden. Ja, denn in Wirklichkeit haben wir gar nicht so erotische Stimmen. Nee, natürlich nicht. Ungefähr so. Jetzt habe ich vierfach so schnell geredet. Genau. Deswegen klang das jetzt gerade ein bisschen komisch. Das mache ich jeden Morgen, wenn ich die ganzen Telefonate möglichst schnell abgewickelt haben will. Hier waren wir das letzte Mal gestorben, ne? So, richtig. Also mit voller Absicht natürlich. Ja, natürlich. Wie immer. Also, ja, immer so. Ja, davon mal abgesehen. Aber wie kamen wir denn jetzt weiter hier? Ja, beim letzten Mal habe ich ja so großkotzig gesagt, dass so du es weißt. Schnäuzig, dass ich es weiß, aber jetzt gerade, wo ich so hier so stehe, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich würde jetzt dein anderes blaues dahin setzen. Hui! Ich will gerne Soße ins Gesicht kriegen. Aua. Du hast eine Idee. Also das Problem ist, wir können hier nichts irgendwie bematschen. Aber wir können Cool. Das ist ja unfassbar. Jetzt einfach alles voll machen. Mach mal einfach alles voll hier. Da muss auch noch was hin. Genau, und das bis ganz hinten auf die andere Seite. Das ist gar nicht so schlau. Ich meine, unschlau. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ja. Ich meine, ist ja schön. Also ich hatte vor allem nicht den Pinöpel da hinten gesehen, dass man das Ding umlenken kann. Aber ich meine, wir sind ja auch gerade erst hier reingestolpert, ne? Den Pinöpel, ja. Ja, das ist Fachbegriff. So, dann spring mal. Oh, es klappt sogar. Ich dachte, du fällst ins Wasser. Nicht. Oh. Aber du bist gerade in der falschen Richtung. Nein. Und tschüss. Ich wollte gerade gegen die Brücke springen. Tot, aber das habt ihr ich ja sollte. Aber die ist gerade verschwunden. Oh. Das heißt, ich wäre hier auch einfach reingefallen. Man sollte nicht in die Richtung gucken, also nach hinten. Ne? Schaue immer nach vorn, so als kleine Weisheit. Du springst halt dahin, wo auch das Zeug ist, ne? Nee, ich meine, wo dein Blick ist. Genau. Ja. Ist knapp. So, ich bin drüben, du kannst jetzt machen, was du willst. Ich könnte jetzt gemein sein, aber das ist nicht meine Art. Wie kommen wir denn auf die andere Seite? Oh nein! Wo warst du denn? Was war das denn? Hä, wieso bin ich denn zurückgekommen? Weiß ich nicht. Vielleicht wurdest du mitgerissen von dem Zeugs. Ja. Klar. Boing. Haha. Nein, nicht so. Genau. Sehr schön. Danke. Ist das groß hier? Haben wir letztes Mal auch schon festgestellt. Sollen wir wieder tanzen hier? Ja, bitte. Dass die Kamera schon wieder kaputt geht. Seid ihr defekt?
Sieht aus wie eine Funktionsstörung. Ja, oh, wie sympathisch. Wirklich? Nicht mal mehr Menschen machen das. Das stimmt aber so nicht. Ich sehe die ständig. Die Leute, die so tanzen. Ja, schön. Der Roboter wird nie aussterben. Das stimmt allerdings. Er ist ja auch zeitlos. Absolut. Wir haben hier wieder Soße. Ja. Extravagante Soße. Mit extra Orange viel Pep. Und blau. Das ist bestimmt mit viel Paprika und scharf. Finde ich lecker. So wie das aussieht. Das ist Schlumpfeis. Genau. Ich wollte es nicht sagen, aber du zwingst mich gerade dazu. Auch nicht. So, ich gehe mal darüber. Okay. Und du schmeißt mich nicht darunter. Nein. In Sicherheit. So. Ich mache einfach mal sowas. Was passiert denn da? Ach, guck mal. Schön. Der fächert alles auseinander. Mit einer eleganten Schwungbewegung. Aber was ist das denn? Was ist das denn? Das war eine spontane Eingebung, die ich so hatte. Ach, krass. Und wo kommt das blaue Zeug her? Ach so. Da. Moment. Vor allem schön, wie ich so abwechselnd dahin gesetzt habe. Das ist ja unfassbar. Nein! Ja. Der Subtext dieser Grube ist Säure. Finde ich ja erstaunlich, dass du das beim ersten Anlauf geschafft hast. Ja, ne, für mich ist es schon nicht schlecht. Ja. Ich guck mal, ob ich... Oh. So. Oh. Ich bin ja gerade ein bisschen begeistert. Wir können auch, Das ist auch toll. Das bringt mir gar nichts. Doch. Ach so, du willst wieder hierher. Ja. Es zieht mich immer wieder zu dir zurück. Oh. Ja. Das ist auch schön da. Nee. Bridge kreuzen. Wir können natürlich... Mach da mal eins hin. Und hier können wir da drauf fallen. Geil, ne? Wahnsinn. Ich mach das mal. Pump. Jetzt haben wir hier... Sieht Boah. Interessant aus, das durchaus, aber... Was haben wir davon? Kommt man hier hoch? Stimmt, da ist ja das blaue Zeug. Vielleicht kannst du da drauf springen. Ja, aber da komme ich nicht weit. Das reicht nicht ganz, ne? Nee. Nee. Die Schräge bringt wahrscheinlich auch nichts. Richtig beschleunigen kann man hier auch nirgendwo. Wenn er irgendwie durchfällt. Vielleicht so. Aha. Bringt's was? Ich habe eine Überlegung, dass wir das blaue Zeug von da an die Schräge da schießen lassen. Also hier, ne? An die Brücke da, die man nicht markieren kann. Okay. Das heißt, dann kannst du von da hinten aus Anlauf nehmen mit Geschwindigkeit. Und dann dagegen springen gegen die Bridge. Genau. Und dann fliege ich zurück. Da hoch katapultiert werden. Es wäre sehr kompliziert, aber eine Möglichkeit. Das heißt, du müsstest da irgendwie weg. So ganz einfach gesehen. Okay. Und ich kann meine Portale, glaube ich, nicht wegnehmen, sonst fällst du da rein. Und das wollen wir doch alle nicht. Lass mich... Wie komme ich jetzt hier weg? Hilfe. Geh einfach... Ja, das geht auch. Wenn du auf Sterben stehst, gerne. Ich sollte das Motiv dieses Werks in Versagen ändern. So, genau, da klatscht das gegen das Zeug, das ist schön. Ach. Was? Ach, da bist du. Das habe ich gar nicht gesehen. Nee, das meinte ich doch die ganze Zeit. Du hörst mir doch nie zu. Doch. Ah, okay. Ja. Und jetzt bräuchten wir da eine Portale, um eine Brücke zu schlagen. Dann an die bereits bekannte Stelle. Richtig. Zack. Und nun müssen wir das orangene Zeug da rauskriegen. Das mache ich. Weil deine Brücke da ist. Richtig. Ist ja unfassbar. Nur, wie kommen wir da... Ach, okay. Guck mal. Ich probiere es einfach mal aus. Wenn ich sterbe, dann geh ohne mich weiter. Ne? Ich glaube, das wird schwierig. Aber ich versuch's dann. Also ohne mich. Du schaffst es. Ha, ha, ha. Wahnsinn, ich möchte auch. Unfassbar, du kannst einfach durchgehen.
Ist das nicht geschickt? Einige der nächsten Exponate haben aktuelle Relevanz. Aber bis du dort ankommst, werden sie eher historische Bedeutung haben. Dieser subtile Dishumor. In welchem Raum sind wir da eigentlich? Kann man das sehen? 160 100. Oder was ist das? Das ist immer so ein oller Balken vor, das wurde zensiert. 66? Ja, wenn man sich duckt, dann sieht man das. Oder wenn man springt. Dann sind da noch mehr Balken. Oder Rohre. Oder was auch immer. Irgendwas Balkiges halt. Ja, du bist einfach zu klein. Vielleicht kommt es aus dem Balkan. So. Was ja. Macht ihr denn oh, was jetzt denn? Oh, die Demontage ist defekt. Oh, kein Grund zur Sorge. In gewisser, wenn auch für euch unverständlicher Weise ist es sogar lustig. Ha, ha, ha. Also haltet euch bereit. Ich öffne jetzt den Kontrollschacht. Ha, ha, ha. Aua. So sieht also Panik bei dir aus. Ja. Das mache ich auch immer in Fahrstühlen. Ich fange dann plötzlich an, also dann hin und her zu rennen gegen alle Wände und so. Machst ein bisschen Pogo. Alles. Im Fahrstuhl, so ganz alleine. Genau, immer schön in den Unternehmensgebäuden. Das ist das, wenn man da vor dem Fahrstuhl steht und wartet. Station ist ein Schalterraum. Findet ihn und schaltet den Strom ein. Und dann hört man das Rumpeln. Ich wollte euch das ja schonend beibringen mit all dem utopischen Kunstmüll. Immer. Aber sie hat es nicht zugelassen. Hört mir jetzt genau zu. Wir sind nicht 100.000 Jahre in der Zukunft. Das war gelogen. Es sind 50.000 Jahre. Nein, stimmt auch nicht. Ich lüge, wenn ich nervös bin. Es ist nur eine Woche. Nächste logische Frage. Warum bin ich nervös? Bin ich gar nicht. Noch eine Lüge. Wir stecken in Schwierigkeiten. Eine Woche später jede Menge Schwierigkeiten und ihr müsst unbedingt die Demontageeinheiten wieder in Gang bringen. Ja. Es ist schon klar, warum der Charakter eine Frau ist. Wenn man das so hört. Ja, aber das war am Rande. So, bist du auch immer nervös, wenn du lügst? Ich bin ständig nervös, wenn ich lüge, ja. Das heißt, wobei ich ja immer du lügst ständig? Es ist schon, ja, es ist schon. Ach, guck mal. Das ist ja hübsch hier. Ja, das sind, vielleicht sind es unsere Geschwister. Ich nenne es Jacqueline. Das links? Ja. Dann nenne ich meins Rivian. Rivian? Rivian. Moment, wo kam das noch her? Das ist der Ottmar Zittlau. Genau, stimmt. Ah, stimmt. Ach, das ist ein lustiger Typ. Sensationell, ja. Ja, der Bastian Pastewka hat's auch einfach mal drauf. Das stimmt, ja. Hier sind noch mehr davon. Oh. Ich nehme mal eine Abkürzung. Hier ist überall verkrant. Ist ja echt schlimm. Was machst du da? Ich spiele. Es ist. Das. Ja, es ist ein leichter Fehler. Geh noch mal ein bisschen zur Seite. Das ist etwas mittiger durch das Portal. Springelt. Weil das sah etwas seltsam aus. Nein. Na gut. Ich bin überfordert. So, genug. Danke. Ey, ich finde den Spruch super da auf dem. Was ist denn Spruch? You may work with robots, but you can't take a bullet like one. Ja. Naja, es ist, glaube ich, eine Einstellungsfrage, ne? Ja, stimmt. Guck mal, hier sind. Guck mal. Da ist ein Kumpel von mir. Vielleicht sind es deine Köpfe, die in Zukunft auf dich aufgebaut werden, wenn du dann demnächst mal wieder abgebaut wirst. Sind es deine Arme? Nee. Ich glaube, das sind deine. Ich glaube, das bist du hier alles. Ach, cool. Das bin ich. Hier ist schon halb fertig. Nein, ich. Die ganze Existenz zieht an meinem Auge vorbei. Hier ist ein Kopierer. Das war bestimmt dein Prototyp. Wo ist er hin? Hier. Ach, da. Guck mal, das warst du vor einer Woche. Ja. Ach, cool. Wahrscheinlich. Finde ich ja schön. Auch wenn wir gerade überhaupt nicht hier vorankommen. Nee, aber es geht ja. Es ist ja ein Let's Play und guck. Let's go. Genau. Guck mal den Typi an. Hier, der hat ein rotes Auge hier. Der hat da zu viel dran rumgerieben. Das ist mein ist das böser Bruder. Ja, guck dir mal das Gesicht von dem Kerl an. Ja. Bist du das? Ja. Obwohl, dann wäre ich das da daneben. Das wäre ja auch nicht so schön.
schön schon, aber die Stimme würde ja, nicht genau, ganz passen. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Kann man anbieten, aber nicht so. Hier ist eine Tür, nee. Die ist verschlossen. Ja. Es sei denn, du weißt gerade den Zahlen. Wir sollten mal weitergehen vielleicht. Ja, okay. Ich komme mit. Das war zumindest eine spontane Überlegung. Guck mal. Ja. Ach, cool. Ja, das erklärt einiges. Ja, weswegen hier so viel schief läuft. Ja. Wenn es ja alles von Turrets gebaut wird. Schade, dass man überhaupt keine Türen öffnen kann. Oh, hier sind zwei Stühle. Einer für dich und einer für mich. Das sieht nicht schön aus. Dreh dich mal um. Jetzt nochmal so? Runter. Nee, andersrum. Gucke nach da zur Tür. Zur Tür? Ja. Wir müssen eigentlich noch ein bisschen nach hinten, aber es geht wahrscheinlich nicht. Nee. Nee. Na gut. Es hätte so schön ausgesehen.